Moin zusammen und willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Outward Definitive Edition. Ich bin noch nicht ins Spiel gestartet, denn... Warum? Oh, weil ich mich gerade hingesetzt habe, deswegen. So, wir können weiterspielen. Entschuldigung. War das? Entschuldigung. Nee, nicht löschen. Nee, nicht löschen. Ja, alles wird die Gasse. So ein Mist. So. Oder schon? Also ich hab Bock. Outward macht Bock. So. Wo hatten wir nochmal? Ah ja, ich muss mich jetzt vorbereiten für den Weg nach draußen, ne? Aber ich wollte eben noch was schauen, und zwar kann ich... Da kriege ich Eisen raus. Da kriege ich das raus. Dann brauche ich das nicht. Dann könnte ich Verbände herstellen, oder? Ah, und... Genau in diesem Moment möchte mein Kater rein. Sekunde. So. Also, wir müssen uns vorbereiten, damit wir raus können. Essen müsste ich haben, ne? Ja, guck mal. Gabärenstullen habe ich. Ich habe Fleischeintopf. Wir haben Wasser. Das. Aber wir haben nur einen Verband. Und das wird ein bisschen knapp. Sagen, dann stellen wir nochmal... Drei? Ja, drei sollten erstmal reichen. Wobei, ich habe ganz viel Stoff. Da können wir ein paar mehr herstellen. So, fünf Stück. Alles klar. Fünf Stück. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen umsortieren. Ich kämpfe mit den Stoffhandschuhen, ne? Die habe ich ja an, oder? Genau, dann können jetzt erstmal die anderen Waffen alle weg. Davon brauche ich auch noch einen Satz. So viele Laternen braucht man nicht. Ja, das ist die leerste. Vorübergehend. Physikalischen Schaden verstärkt. Den könnte ich gebrauchen. Gegengift reicht 1. Der ist wogegen? Sofort gegen Infektionen. Das brauchen wir. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. So viele Gebärenstuhlen brauchen wir auch nicht. Das Essen verdirbt tatsächlich im Inventar schneller, als wenn wir es in eine Kiste packen. Warte mal, was gibt das? Das erneuert Essen viel besser als Gebärenstullen. Dann nehme ich doch den Fleischeintopf mit. So, Jerky. Sehr langsam verdirbt. Das kann in eine Kiste. Das brauche ich nicht. Das sind Rohzeugs, Rohzeugs, Rohzeugs. Schlafsack fürs Schlafen. Das fürs Feuer. Kochtopf fürs Kochen. Aber ich kann unterwegs auch einen finden. So, weg damit, weg damit. Das sind alles Vorbereitungen, die man immer wieder treffen muss. Silber kann hier in eine Kiste bleiben. Ich denke nicht, dass ich unterwegs Silber brauchen werde. Und die Sachen brauche ich auch nicht. So, guck mal, jetzt haben wir deutlich mehr Platz, um wieder Sachen einzustecken. Ich glaube, ausgeruht sind wir. Essen und Trinken ist voll. Dann gibt es nur noch eine Sache zu tun. Ab zum Torwächter. Ach ja, ich kann, glaube ich, noch mit ihr sprechen, ne? Sei gegrüßt. Wie gehen deine Bemühungen voran? Tag. Wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Wir haben nämlich jetzt noch 3-4 Tage Zeit, bevor die unseren Leuchtturm hier wegnehmen. Und das wollen wir gar nicht. Den wollen wir behalten. Also, Frage zu unserem Stamm. Das können wir aber mal gucken. Hör gut zu. Pflichten. Genug von der Vergangenheit. Acht. Genau. Du versuchst immer auf mich Acht zu geben. Warum? Das habe ich in letzter Folge nicht gemacht. Und das ist eigentlich ganz wichtig für den Charakter, den wir spielen. Und deswegen machen wir das mal eben. Dein Vater und ich standen uns sehr nah als Kinder. Ich sah eine Zukunft für uns, aber er konnte nicht ertragen, dass die Frau, die einmal deine Mutter werden sollte, die Sündenlast deiner Großmutter allein tragen sollte. Eine einfache Jägerin allein kann nicht alles schultern. Und den Satz raff ich nicht ganz, aber gut. Sie erwiesen sich als natürliche Einheit, als es um die Auslösung deiner Blutlinie ging. Sie arbeiteten hart daran, euren guten Namen wiederherzustellen. Ich muss zugeben, dass sie besser zu ihm passte. Trotz allem sind wir enge Freunde geblieben. Also, Risa wäre gerne die Frau von meinem oder unserem Vater geworden. Hat aber nicht geklappt, da war eine Jägerin, die das geworden ist. So. Du magst nicht durch Blut oder Tradition mit mir verbunden sein. Dennoch gehörst du für mich zur Familie. Und sie möchte uns nicht leiden sehen. So, das wollte ich zumindest nochmal angesprochen haben. Pass auf dich auf. Bei Risa, denn jetzt wissen wir auch, warum die so tatkräftig für ein Stammesmitglied sich einsetzt. Weil am Ende sind wir theoretisch ja alle hier in Cierzo
eine Familie, in Anführungsstrichen. Ein paar sind ein bisschen angepisst, aber waren halt nur gefrustet gewesen. Muss man jetzt denen nicht nachtragen. Ich bin ja mal gespannt, was wir für einen Skill bekommen vom Torwächter mit den Stoffhandschuhen, ne? Können eigentlich mal lossprinten. Das geht auch. So. Wir haben ja auch schon eine Aufgabe, nämlich. Burak. Brauchst du etwas? Was brauche ich, um in der Wildnis zu überleben zu können? Wo drückt denn der Schuh? Mir ist aufgefallen, je länger ich wach bleibe, desto weniger maximale Gesundheit und Ausdauer habe ich. Stimmt. Achte darauf, was dein Körper dir sagt. Achso, wenn du dich zu sehr... ich vergesse das immer, dass es teilvertont ist. Wenn du dich zu sehr verausgabst, verringert sich deine maximale Reserve an Gesundheit und Ausdauer auf ein Minimum. Schlafen in einem Zelt oder Bett stellt deinen Vorrat an Gesundheit und Ausdauer wieder her. Behalte immer im Hinterkopf, dass du dir nicht zu viel zumuten solltest. Es ist keine Schande, sich die Zeit zu nehmen, um ein Lager zu errichten, wenn man erschöpft ist. Überleben. Wie wichtig ist es, zu essen, zu trinken und zu schlafen? Dein Körper hat Bedürfnisse. Iss und trink bei Bedarf. Hunger, Durst und Erschöpfung sind sehr hartnäckige Gegner. Mit ein wenig Vorbereitung sollte es dir jedoch nicht schwerfallen, gut auf dich Acht zu geben. Ruhe ist die beste Medizin für einen geschundenen Körper. Wenn deine Gesundheit und Ausdauervorräte erschöpft sind und du schwer verletzt bist, solltest du einen Schlafsack oder ein Zelt aus. In einem Schlafsack oder einem Zelt ausruhen. Du kannst auch in ein Gasthaus einkehren, wenn du in der Nähe einer Stadt bist. Es kostet allerdings eine Handvoll Silber. Lass uns reden. Was liegt an, Wächter? Ich erwarte die Rückkehr von ein paar Kundschaftern. Damit es uns hier so sicher bleibt, müssen wir wissen, was in den umliegenden Regionen so los ist. Meine Krieger und ich sind die letzte Verteidigungslinie von Cierzo. Wir entscheiden, wer in die Stadt hineinkommt und wer nicht. Wir tragen die schwerste Verantwortung in diesem Stamm. Okay, lass uns reden. Was kannst du mir über diese Halbinsel sagen? Was ich weiß. Im Norden haben sich ein paar Hyänenrudel auf unser Jagdgebiet abgesehen. Außerdem gibt es in der Gegend auch ein paar unangenehme Troglodyten. Achso, ich vermute, sie rangeln sich um Territorium und Beute. Ich frage. Halte dich insbesondere aus dem Nordosten fern. Am Geisterpass soll es ein Plagenbiest und ein Panzerschrecken geben. Vermutlich ist es nur ein Gerücht, aber sicher ist sicher, sage ich dir. Plagenbiest? Was ist ein Plagenbiest? Das macht mir Sorgen. Vergiss die zwei anderen Stämme nicht, die uns gegenüber offen feindselig sind. Den Mondkalm-Stamm im Norden und die Kassitenpiraten an der Küste. Okay. Dann sind da noch ein paar Banditenbanden, die sich mit vereinten Kräften in der Festung Vendavel an der Südküste zusammenrotten. Halte dich lieber von ihnen fern. Wenn sie dich erwischen, machen sie dich zu ihrem Sklaven. Machen wir mal die Karte auf. Okay, wir sehen hier nicht viel. Kann man denn zur Halbinsel? Okay, kann ich nicht klicken. Dann möchten wir gerne nach draußen. Na, zumindest das Wichtigste hast du zusammen. Komm. Ich bring dir eine Fähigkeit bei. Fähigkeiten zu beherrschen ist der Schlüssel zum Überleben. Da draußen. Soll ich dir etwas über die Waffe beibringen, die du gerade bei dir trägst? Ja. So. Fähigkeiten wie Wutanfall ist der Schlüssel zum Überleben da draußen. Wann immer du in eine neue Stadt kommst, solltest du Ausschau nach Ausbildern halten, die du findest sie zumeist an ihren Geräten. Auf andere triffst du unterwegs. Na schön. So kann ich dich Gewissens vor die Mauer lassen. Geh durch das Tor. Wann immer du losziehen möchtest. So. Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit. Was kann die? Zornsegen, der die Wucht deiner Angriffe erhöht. Einsatz dieser verbrennt ein wenig deiner maximalen Gesundheit, bis du zum nächsten Mal schläfst. Aber ist nicht schlecht. Okay. So, auf 1 ist der Tritt. Ich mach mal auf 5. Die hier. Auf 3, damit ich mich nicht verklicke, will ich die hier. Und auf Q packe ich unseren Wutanfall. Gut.
schließen. Mal raus hier. Jetzt bin ich gespannt. Achte besonders auf die Warnungen unten links. Dort erfährst du, dass du hungrig bist, deine Waffe beschädigt ist und so weiter. Ja, hier können Waffen kaputt gehen. Nicht Chinska. Achso, wir können schon weiter. Jetzt kann ich, glaube ich, genau. Wie man sieht, hier ist die Stadt sehr so, aber es gibt keinen Marker, wo wir auf der Karte sind, ne? Es ist Konfluxgebirge, Banditenlager. Wir sollten uns für das Pilzschild hier links halten. Ne? Nehmen wir direkt mal die Waffen in der Hand. Nicht, dass wir überrascht werden. Hier ist nichts. Aber hier sind überall Gabärenbüsche. Nett. Die pflücken wir. Gabären kann man immer gebrauchen. Oh, da ist ein Vogel. Komm her. Kann ich auch blocken? Warte, machen wir kurz den Rucksack ab. Oh, meine Sachen sind alle weg. Oh. Ja! Ja! Ersten Gegner erledigt. Ich muss meine Sachen umpacken. Ja, damit. Jetzt müssen wir mal kurz die Sachen umlegen. Also, ihr müsst hier rein. Du kannst hier rein, du hier rein. Du da rein, da rein. Da rein und du da rein. Euch brauche ich eigentlich immer. So, mein Leben geht nicht wieder hoch. Geht das hiermit wieder hoch? Ja, Genesung, wunderbar. Kriegen wir jetzt Leben zurück. Es gibt nämlich wie in Skyrim hier auch keinen Ausdauerregen. Also wir bekommen keine Ausdauer zurück. Jetzt mal vorsichtig sein. Der erste Vogel hat uns nämlich schon getroffen. Lieber wäre es mir gewesen, wenn er mich nicht getroffen hätte. Oh, da vorne sind zwei Banditen. Schaffe ich die? Ich glaube nicht. Weichen wir denen mal aus. Zwei sind ein bisschen heftig. Wir wollen sowieso zur Oglütenhöhle den Pilzschild finden. Das ist eine Hyäne. So, Kollege, dich machen wir fertig. Bam! Richtiger Boxer hier. Oh, Tierknochen. Sehr schön. Warum freue ich mich drüber? Je mehr Loot, umso mehr Geld. Stromspule? Okay. Die war für irgendwas. Ich weiß nicht mehr für was, aber für irgendwas war sie. Für irgendwas Wichtiges. So. Ich würde sagen, wir müssen hier weiter nach links. Ich gucke noch mal einmal kurz. Ja, niemand auf dem Weg, wunderbar. Können wir hier weiter. Ist gefährlich draußen, man muss aufpassen, wo man langläuft. Nicht, dass auf einmal Gegner hinter mir sind, ne? Das kann passieren. Links, ne? Ja, immer links halten. Links, 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 links. Ein neuer Gabärenbusch, lecker. Damit können wir uns ganz viele Stullen schmieren, wenn wir Brot hätten. Aktuell haben wir nämlich eine Gabärenmarmelade in der Truhe und die hat keine Verwendung. So. Hier war doch, meine ich, auch vor der Höhle da vorne. Genau. Man muss hier, ich hatte ja schon mal das in der Folge 1 erwähnt, man muss ein bisschen darauf achten, was ist. Ruhig mal zu, wenn ihr jetzt überlegt, ihr wollt das auch spielen, ruhig mal zu einem hinlaufen und gucken, ob ihr damit interagieren könnt. So, und schon sind wir hier im Blasenhauthöhle. Hier müsste doch, meine ich. Steht nicht drin. Aber hier müsste, meine ich, der Pilzschild sein. Du kannst mit Leuten auf deiner Freundschaftsliste zusammenspielen. Stimmt, es gibt einen Koop-Modus. Ganz vergessen. Deswegen war auch am Anfang ein und zwei Spieler. Man könnte am Computer mit zwei Leuten spielen. Richtig gut. So, ich weiß nicht, ob es eine Konsolenvariante vom Spiel gibt. Ich würde vermuten, ja. Und in der Konsolenvariante wird man dann ganz bestimmt auch
getrockneter Pilzriegel, Mineraltee, Lebenstrunk. Oh, ich habe einen Lebenstrunk. Den kann man direkt. Schnellslot. Hier. Wunderbar. So, jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtiger sein. Warte mal. Seht ihr, wie dunkel das ist, wenn ich die Laterne ausmache? Man sieht gar nichts mehr. Und ich habe jetzt das Bedürfnis, schnell zu speichern. Ich kann aber nicht schnell speichern. Also. Da vorne ist ein Troglüt. Komm her. Bam! Bester Boxer. Her mit deinem Zeug. Wunderbar. So, von hier sind wir jetzt sicher. Dann können wir jetzt in die andere Richtung gehen. Nicht, dass uns einer in den Rücken fällt, ne? Da hat nämlich auch was geblitzert. Diese Musik macht mich kirre. Schlafsack habe ich schon, den brauche ich nicht. Nein. Ich habe gerade nicht Escape gedrückt, denn ihr habt vorhin meine Katze gesehen und sie hat sich jetzt genau hier hingelegt, auf meinen linken Arm. Ich habe jetzt weniger Reichweite mit meiner linken, mit meiner linken Hand. Oh, shit, 2. Okay, warte mal, dann machen wir das. Zack. Und. Ah! Ha! Der erste ist erledigt. Komm her, du Penner. Perfekt. Ja, das Holzkraft behalten. Wie viel Inventarplatz haben wir noch? Oh, wir sind schon fast voll. Aber mir fällt auch gerade auf, die Stiefel hier sind besser. Nicht schlecht. Bessere Stiefel gefunden. So, was haben wir hier noch? Eine lila Pfütze? Okay. Man muss so krass die Augen offen halten. Akmanit, ich glaube, das ist teuer. Sauberes Wasser. Oh, Blutpilz. Lecker. Trinken wir doch mal ein bisschen sauberes Wasser. Jetzt ganz viele Buffs. Nice. 3 Trocklüten haben wir schon erledigt. Wie viele wird es wohl noch geben? Sind die nicht irgendwie fast 10 Stück drin in der Höhle? Jetzt zerrissene Kleidung, ja. Fluchreiniger. Psychische Schmerz, Verwirrung beseitigt. Oh nein, meine Verbesserung ist weg. Jetzt habe ich Übergewicht. Kampfstab. Ist der was wert? Der ist schnell. Aber egal. So, warte mal. Ich kann noch was hier reinpacken. Dann habe ich kein Übergewicht mehr. Perfekt. Und weiter. Ich suche einen Pilz. In Form eines Schilds. Wo ist dieser Pilz? Haben Sie einen Pilz gesehen? Ist das dunkel hier? Oh, Öl. Wo bin ich? Hä? Ich bin im Kreis gelaufen. Oh. Gibt's hier eine... Nein, es gibt keine Karte. Stimmt, Höhlen haben keine Karten. Dann müssen wir uns das merken. Okay, links ist falsch. Dann gehen wir hier nach rechts. Wobei, hier können wir auch geradeaus. Das ist noch ein Troglüt. Sehen sollen die ja nicht viel können. Vielleicht können wir uns ja anschleichen. Hey, hey, hey. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh. Shit, shit, shit. Warte. Ah!
Oh! Ha! Totgeboxt. Easy. So, jetzt sitzt, glaube ich, ein bisschen eng. Mit dem Inventarplatz. Nein! Ich habe das Licht ausgemacht. Oh, oh. Ja! Ja, jetzt wird's wirklich eng mit dem Inventarplatz. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück nach Sierzo. Ist das doof? Ich dachte, ich finde den Schild noch, oder? Warte mal, wir haben jetzt hier noch. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Tauschen wir mal einfach. Die Waffen. Was haben wir denn noch? Warte mal, ich könnte mal einen Schluck trinken. Die könnte ich kaputt machen, dann sind die weniger, wiegen die weniger. Was haben wir hier noch? Die kann ich hier hochpacken. So, jetzt kann ich dann noch 6. Das ist 2. 4. Ja, die 2 hoch. Warum ist das jetzt auf Übergewicht? Kann ich denn jetzt noch laufen? Ich kann noch laufen, okay. Dann müssen wir uns jetzt erstmal zurück nach Sierzo begeben. Denn wir brauchen Geld und ich lasse ganz sicher nicht die Sachen hier liegen. Meine Überlegung ist, dass wenn wir... wir haben hier kein Schnellreisen wie in Skyrim. Wenn es nichts Spannendes gibt, könnte man überlegen, sowas zu skippen. Nein, warte, lassen wir das sein. Nein, das gehört mit zum Spiel. Das lassen wir drin. Kannst du mal deinen... Muschelschwanz hier wegpacken. Hey, vorsichtig. Nein, wir laufen. Also, wir gehen jetzt zurück nach Sierzo. Warum sammle ich so viel Kram ein? Ich brauche ja 150 Silber oder eine Stammesgunst. Stammesgunst, warte mal, ich krieg 70 Silber für den Pilzschild. Wenn wir 20 Minuten. Ich kann aber auch, glaube ich, ja, ich kann laufen. Perfekt, ich kann sprinten. Das ist gar nicht schlimm, dass wir hier einmal weg müssen. Das ist gar nicht schlimm. Warum? Wir haben eine Menge Kram gefunden. Den können wir bestimmt jetzt alles verkaufen. Wenn das hier laden würde. So, die meisten Waffen und Rüsten lassen sich auseinandernehmen. Dazu musst du Gegenstand nur im freien Rezept oder Überlebenshandwerk platzieren. Übernehmen, wodurch der Gegenstand in seine grundlegenden... Leider kann ich nicht weiterlegen. Dann gucken wir doch mal, ob wir so einen Troglütenspeer zerlegen können. Kann man nicht. Schade. Die anderen Sachen sind, glaube ich, alle zu wertvoll. Die werden wir nicht zerlegen. Dann mal wieder zurück nach Sierzo. Habe ich noch eine schwerere Waffe als den hier? Der wiegt 6. 5. Ne, das sind die schwersten. Das sind die schwersten. Dann weiter. Ja, ich kann es kaum erwarten. Also wir haben jetzt schon 50er Rucksack. Wenn man sich überlegt, wären wir mit dem 25er Ranzen losgegangen. Wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen, ne? Da hätten wir gar nichts einsammeln können. Aber es gibt noch größere Rucksäcke. Ich meine, der größte Rucksack, den man haben kann, hat 110 Tragegewicht. Und es gibt auch noch, das habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber das gibt's. Es gibt Beutel. Also, hat ja gesagt, man kann mit einem Rucksack nicht so gut ausweichen. Es gibt aber auch Beutel. Taschen, also sehen aus wie Rucksäcke, sind aber Beutel und mit denen kann man schnell rollen. Das heißt, man braucht seinen Rucksack zum Kämpfen nicht ablegen. Finde ich aber so überflüssig, denn man kann den Rucksack ja ohne Probleme wiederfinden. Ich zeige das mal kurz. So. Bin ja ein bisschen schneller. Guckt mal auf der Minimap oben. Seht ihr das? Das Rucksacksymbol. Und er blinkt halt. Ne? Es ist absolut gar kein Problem, den Rucksack halt eben wegzulegen. Im Normalfall guckt man ja, dass man selber einen Kampf startet. Habe ich einen Vogel gehört? Ich höre einen Vogel. Aber wir haben keine Zeit, den Vogel jetzt zu machen. Wir müssen weiter. Aber gleich schon in der Stadt. Ich glaube, wir nehmen noch die Bären da vorne mit.
Warum wird der Rand denn so dunkel auf einmal? Hat das mit der Ausdauer zu tun oder wird's spät? Spät wird's doch noch nicht, oder? 15 Uhr. Okay, es könnte so langsam spät werden, doch. Um von einer abgelegenen Region zur nächsten zu reisen, benötigst du Reiseproviant. Du kannst ihn bei Händlern kaufen oder mit Hilfe eines Kochtopfs sowie Salz und verschiedenen Lebensmitteln selbst herstellen. Das muss man auch erstmal wissen, ne? So, wir haben Sachen für dich, die das jetzt alle kaufen. Nicht unsere Stoffhandschuhe, aber... Was kann ich für dich tun? Kaufen. Er hatte ja dieses Drachenschuppenleder, ne? Das würde ich zwar gern haben, aber das gibt's leider nicht für mich. Alt. So. Guck, 50! Ich brauche Geld. Du kriegst das. Den verkaufe ich nicht. Die ist, glaube ich, wichtig. Den brauche ich gerade nicht. Davon brauche ich nur einen. Den Rest ist überlebenswichtig, ne? Den Rest behalten wir. So, 102. Geld. Ich brauche Geld. Nett. So, jetzt können wir einmal schnell hoch nach Hütte. Nach Hütte. Hoch zu unserer Hütte. Oder, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Wobei, ich bin schon... Giftfall. Okay. Ich bin schon sehr gut mit den Stoffdingern. Ich brauche die Metalldinger nicht. Das passt. Das passt schon. Gehen wir mal eben. Schaffen wir den... Komm, den Pilzschild schaffen wir noch, diese Folge. Du willst auch immer weiter zu mir hinrollen, ne? Gleich fällst du vom Schreibtisch. Der hat sich hier richtig breit gemacht. Aber es ist eine nette Heizung. Ist vor allem im Winter ganz gut. So, das kann da rein, das... Ich kann eigentlich fast alles reinpacken. Das Geld vor allem, das Geld. Und die Stromspule, die brauche ich gerade nicht. Ich habe noch ganz viele, ne? 5 Stück, genau. Schlafsack brauche ich. Hiervon brauche ich nur einen. So, Blutpilz weg. Den Tee kann ich behalten. Passt, ne? Ja, passt. Wunderbar. So, jetzt nochmal schnell zurück zur Höhle. Viele Gegner können da ja gar nicht mehr sein, ne? Mann, wir haben ja jetzt ohne Probleme den größten Teil da aufgeräumt. Die Handschuhe sind aber schon echt gut. Also die Stoffhandschuhe. Wenn mir das Kämpfen mit den Stoffhandschuhen nicht gefällt, ist der Skill, den wir da von unserem Kollegen hier bekommen haben, auch mehr als ausreichend, zum Beispiel mit Zweihandschwertern zu kämpfen. Mein Bruder sagt da zum Beispiel immer, der hat mit mir das lange Zeit ja gespielt, Zweihandwaffen sind absoluter Müll. Ich habe ihm gesagt, absolut nicht, Zweihandwaffen sind richtig krank. Denn ihr habt ja immer den weißen Balken gesehen und wenn ich zum Beispiel die Trittfähigkeit nutze, wie viel vom weißen Balken weg sind. Das sind ja der Widerstand, ob man zu Boden fällt. Und Zweihandwaffen haben teilweise so viel Wucht, dass du nach dem zweiten Schlag... Oh, das ist ein Vogel. Nach dem zweiten Schlag schon das den Gegner ins Schleudern bringst. Ich will immer R drücken von Skyrim. Aus. So, Vogel, jetzt gibt's ja... Ach, man kann so nicht. Dann machen wir den. Bam! Und ein Ei. Wunderbar. Müssen wir nur mal eben ein bisschen Fleischeintopf essen. Damit das Leben auch zurückkommt. So. Und wieder zurück zur Höhle. Weitere Troglytentodboxen. Wird so langsam dunkel. Aber 150 Silber haben wir schon fast zusammen. Wir könnten unsere Blutschild schon fast begleichen. Hätten wir weitere Sachen verkauft, könnten wir sie schon begleichen. Aber wir haben ja noch Zeit. Wir können ja erstmal noch gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Stammesgunst zusammen. Und muss aber nochmal... Wobei, das kann ich...
Ja, ich weiß wohl. Ich muss ja auch immer gucken, das hatte ich ja in Folge 1 schon gesagt. Ich kann ja nicht speichern und laden. Das heißt, ich muss vielleicht manchmal in dem Spielen das Thumbnail mitten im Let's Play machen. Es tut mir leid, aber es muss leider erstmal so sein. Denn ich finde es besser, wenn man aus dem Abschnitt, also ich mag für meinen Teil, für meine Projekte ist gerne, wenn ich ein Thumbnail habe, was in dem, was ich im Projekt mache, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal links rum, dass wenn ich zum Beispiel im Projekt hier in, so, in der Höhle hier bin, dass ich auch aus dieser Höhle hier einen Thumbnail mache. Winziger Aquamarin wird benötigt, den habe ich nicht. So, der hat nichts mehr. Das ist nichts. Und nicht so, dass ich dann einfach, keine Ahnung, irgendein Bild von Outward raussuche, zum Beispiel, oder von Skyrim raussuche und dann irgendwas drüber knalle. Das mag ich nicht. Zum Beispiel das Thumbnail, was für Skyrim verwendet. Der sieht heftig aus. So, hier der Rucksack hin. Komm her. Shit. Das sieht mies aus. Das sieht schlecht aus für mich. Ah! Oh, oh. Jetzt kommt schon! Er hat ihn fast. Ja! Er ist. Ja! Perfekt. Au! Ich hab einen Fluchreiniger. Nein, wo ist er? In meinem Rucksack, ne? Schnell, ich muss den Fluchreiniger benutzen. Warte, jetzt machen wir hier mal ein bisschen. Jetzt gibt's hier aber ordentlich einfaches Zelt. Mitnehmen. Jetzt gibt's hier aber ordentlich ein paar aufs Maul. Kollege Schmalspur. Habe ich gerade einen Buff weggemacht? So, da ist der. 3? Komm hier rüber. Komm. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. So nicht. So, jetzt muss ich irgendwie. Guck mal, ich verbinde mich. Einer alleine bitte. Ja, ja, komm mal hier rüber. Du Penner. Komm her. Ich hab ihn fast. Lauf, 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 lauf. Ah! Wie viel Leben habe ich noch? Ich sag mal, ich hole mal eben den Pilzschild. Da ist noch ein Troglit. Okay. Okay. So. Hier ist der Pilzschild. Und das hier wird nämlich ja noch das Thumbnail. Uiuiui. Achso, dann kann ich die Einstellung nicht mehr ändern. So, einmal HUD bitte. Schön. Jetzt habe ich das, was ich haben wollte.
Jetzt können wir gucken, ob wir den Dicken da noch wegkriegen. Ganz schön schwer, ey. Schon mal Pilzschild mitnehmen. Haben wir jetzt irgendwas gefunden? Ausdauertrank. Maximalen Ausdauer wieder her. Das ist nicht so gut. Aber ich habe Lebenstränke bekommen. Das ist gut. Gucken wir mal in unsere... So, wir haben Zorn, Disziplin und Genesung. Dann machen wir doch nochmal einen Verband. So. Dann gucken wir mal, wie lange halten die Flüche? 6 Sekunden der eine. Die Verwirrung ist egal. Der eine Fluch ist gleich vorbei. So. Dem werden wir uns hier stellen, ja? Was macht der? Maximale Ausdauer. Mist. So, Kollege. Wir zwei haben ein Date. Nein! Der hält aber viel aus. Was macht der da? Gleich habe ich ihn. Ja! Erzmagier. Dunkle Finsternis. Ne, Firnis. Was hat der hier? Auch ein Troglütenstab. Und ein Mana-Troglüt. Junge. Das war mies. Was haben wir hier? Ein Leichnam eines Plünderers. Oh, der hat einen winzigen Aquamarin. Den können wir oben gebrauchen. Perfekt. Beutelübergewicht. Ah. Mana-Kosten verringert Schaden. 6. Okay, das ist also nur für Magier. Aber die kann man doch, glaube ich. Warte mal. Genau. Man kann Mana-Edelsteine damit erzeugen. Der hat eine... Muss nur gucken, was von beiden wertvoller ist. Der Pilzschild, das ist der, den wir haben wollten. Jetzt haben wir ein einfaches Zelt und einen improvisierten Schlafsack. Dann räumen wir doch mal den improvisierten Schlafsack einfach hier aus. Den brauchen wir ja nicht mehr, denke ich. Oh. Was haben wir denn hier? Hm? Eisenerz. Nice. Hier kann man... Okay, Eisenschrott. Hier kann man auch Edelsteine rauskriegen. Was ist das denn? Hm? Ah ja, Riesenherzgranat. Ach, das ist vom Riesen wahrscheinlich das Herz. Oder ein Stück vom Herz oder so. So, wir sind aber noch nicht fertig in der Höhle hier. Wir können die jetzt aber auch komplett fertig machen, ne? Gibt's da noch irgendwas? Warte. Hier oben war doch, meine ich, Troglüten, die ich getötet habe. Ah, das waren die letzten, die ich gemacht hatte, bevor wir zurück Richtung Stadt sind. Wo geht's hier lang? Aha. Ach, das war der Schundhaufen. Ah, hier bin ich. Verstehe. Warte, ich laufe mal eben noch ein Stück weiter. Da ist ja eine Mana-Stern, den ich abgebaut habe. Wo wir das Hakamit rausbekommen haben. Ich weiß, man kann das später noch für Sachen gebrauchen, aber gerade brauche ich Geld, deswegen habe ich es verkauft. Das war mir wichtiger als das Hakamit, das Geld. Hier links geht es wieder zurück zum Eingang. Hier rechts geht es runter. Ohne Karte muss man sich hier echt viel merken. So, hier sind wir jetzt. Da ging es zu den Troglüten. Hier unten runter geht es auch zu Troglüten, die wir getötet haben.
Das Schild haben wir schon eingesammelt, aber ich meine, da hinten war noch was. Das ist Wasser? Doch nicht. Ist also doch nichts, okay. Dann habe ich mich vertan. Ich dachte, da würde noch was liegen. So. Aber hier geht's noch hoch. Und die Musik. Diese Musik, ey. Da geht's runter, aber... Okay, ist Ende. Haben wir hier noch Gegner? Wie einfach dahinter einfach so eine komplett schwarze Wand. Wenn man jetzt da hingeht... Ach, hier geht's runter. Ich dachte, das wäre extra schwarz gemacht worden. Okay, wo bin ich hier? Keine Gegner mehr? Keine Gegner mehr. Okay, dann haben sich alle Gegner da oben gesammelt. Sternpilz. Und unsere Kiste. Ein Feuerlappen. Und einen neuen Eislappen. Wunderbar, meine Eislappen waren schon wieder alle. Ist hier was in dem Wasser? Aber man kann hier gar nicht rein. Okay. Dann nicht. Aber den müsste man doch noch abbauen können, ne? Ja, Mannerstein. Komm, wieder ein Hakamit. Wieskäfer. Na gut. Was ist hier? Nichts. Gut, dann müssen wir mal eben wechseln auf wieder so einen Stab hier. Denn wir dürften jetzt mit der Höhle hier fertig sein. Oben können wir noch den winzigen Ametrin reinpacken. Aber ich glaube, man braucht noch einen zweiten Edelstein. Ich meine, das war so. Das sehen wir aber gleich. Vielleicht braucht man ja auch nicht mehr. Weil es wurde jetzt schon einiges geändert. Dieses fette Viech kannte ich nicht. Wer hat das da hingesteckt? Ich meine, viel Schaden hat es nicht gemacht und es war jetzt ziemlich clunky. Also, da gibt es miesere Gegner hier im Spiel. Aber dann gibt es ja echt ganz viele neue Gegner. Oh, da gibt es so viel entdecken. Gibt's so viel entdecken. Richtig gut. So, hier links müsste das Türchen sein. Genau, hier gibt es noch eine Tür, dachte ich mir. Was braucht die? Saphir, den habe ich nicht. Schade, Marmelade. Aber wir können noch den Schild zurück zu unserer Kollegin aus Sierzo bringen. Machen wir uns mal auf den Rückweg. Haben wir viel geschafft? Wir haben eine ganze Höhle geklärt, ne? Mit den Handschuhen bin ich noch nicht überzeugt wegen der Wucht gerade. Die Wucht überzeugt mich nicht. Ich werde in der nächsten Folge mal schauen. Ist dunkel. Ich werde in der nächsten Folge mal schauen, ob wir vielleicht auf eine andere Waffenart wechseln. Oder ob wir die so weiterspielen werden. Was ist hier denn? Ist ein Stein. Mir kann keiner sagen, dass das nicht geil ist gerade, oder? Der Mond über dem Berg. Man geht hier mit seiner Laterne. Ist das nicht geil? Alter Schwede, es ist so geil. Ich kann mal eben was zeigen. Sekunde. Ah, guck mal links, es wird kalt. Ich habe ja ein Zelt gefunden. So, das kann ich hier aufbauen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel das Zelt benutze, weil, es ist ja nachts, wir gehen jetzt am besten mal schlafen. Und ich schlafe eine Runde. Hinterhalt. So. Und? Ey, mir wird kalt. Ey, ich hab Durst. Was passiert hier alles? Das werden wir alles auch noch sehen, aber wir sind so nah an Sierzo noch ran, dass wir das jetzt erstmal noch nicht sehen. Ich finde aber gut, dass wir direkt schon ein einfaches Zelt gefunden haben. Das ist auf jeden Fall besser als der Schlafsack, das bietet mehr Schutz. Aber jetzt erstmal ist ganz wichtig, dass wir schneller Richtung Dorf zurückkommen. Wenn wir nämlich noch weiter unterkühlen, dann könnte es sein, dass wir uns erkälten. Das möchte ich gerne vermeiden. So, wir sind jetzt bei 130 Silber in der Truhe, wenn ich mich nicht vertue. Das Pilzschild gibt nochmal 70. Das heißt, wir haben 200 Silber. Wir haben locker genug, um die Schulden zurückzuzahlen. Sind jetzt auch bei Tag... Warte mal, ein Tag ist vergangen. Wir haben einen zweiten Tag, der vergangen ist. Das heißt... Morgen früh in-game, also morgen früh outward in-game,
Können wir schauen, ob wir eine Stammesgunst irgendwo anders herkriegen? Tatsächlich weiß ich auch, wo man sie herbekommt. Wenn sie da immer noch ist. Müsste ich schauen. Das sehen wir dann aber auch nächste Folge dann. Orisa ist jetzt... Risa ist jetzt... Oliel ist jetzt unten. Etwas kaufen. Ich möchte dir das verkaufen. Das. Er gibt nur 6. Und Mana-Stein auch. Okay, das heißt, der wird nicht verkauft. Wir haben eine alte Laterne. Guck mal, die sind gleich viel wert. Das ist die ich die ganze Zeit benutze. Das ist die andere. Verkaufe ich die ich die ganze Zeit benutzt habe. Nett. Ist aber nicht viel wert. Okay, 28. Oh, ich habe nur 5 bekommen. Warum? Das ist nicht schlimm. Ja, wir bringen mal eben den Pilz weg. Ich kaufe jetzt... Sorry, aber ich werde alle kaufen. Alle 3. Dieses Schuppenleder ist verflucht schwer zu kriegen. Und 23 Silber ist dafür echt... Was ist denn das? Ist ein Schund auf... Klappt euch. Händlerstiefel und Leintücher. Her damit. Die können wir mal wegpacken. So. Hallöchen. Arbeiten. Hey, hör mal. Ich habe diesen seltenen Impuls gefunden. Hier. Genau das ist es. Hier. Danke, Kergo. Du hast deine Belohnung mehr als verdient. 70 Silber und Helens Pilzquest wurde abgeschlossen. Wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wo man die Aufzeichnung hätte finden können, weil irgendwie habe ich sie im Journal oder im Questbuch nicht gefunden hier. Na? Ist ja nirgendwo drin. Nebenquest. Okay, hier haben wir die Nebenquest. Gut zu wissen. So, jetzt gehen wir aber mal mit dem Silber noch das letzte Schuppenleder kaufen. Denn der Dude hier ist nicht immer da. Was kann ich für dich tun? Gib mir dein Leder. So, hat der noch irgendwas, was ich haben möchte? Warum ich hier gerade am Schwanken bin, guckt mal auf das, was unter Widerstehen stand Kälte steht. Beutelbonus. Dann haben wir nämlich eine Tasche, die größer ist. Habe ich noch genug Geld dafür? 81. Wenn ich diese Schuhe hier, die Händlerstiefel, verkaufe, weil meine sind ja besser, dann geht das auf. Dann bestätigen wir das doch mal. So, jetzt nehmen wir nämlich die hier. Haben 18 Beutel. Perfekt. So, den Troglütenstab können wir noch kaputt machen. Gut. Ich glaube, das war es dann für heute auch schon mal. Ja. Ich gucke noch mal kurz, warum Oliel jetzt hier unten ist. Vielleicht hat sie ja was anderes zu erzählen. Zum Glück hast du den Schiffbruch überlebt. Nein, hat sie nicht. Gut, dann gehen wir hoch zum Leuchtturm. Wir werden eine Runde schlafen. Also, jetzt nicht. Wir werden dann eine Runde schlafen. Wir werden uns wieder ausrüsten, unsere Ausrüstung checken, Sachen in der Kiste packen. Und dann schauen, dass wir uns eine Stammesgunst besorgen, damit wir nicht unsere knappen 150 Silber, ich habe jetzt keine 150 Silber, ich habe alles wieder ausgegeben. Es sind nur noch 130 Silber, aber wir könnten Sachen verkaufen, um wieder auf 150 Silber zu kommen. Damit die aber nicht aufwenden müssen, sondern was anderes machen. Und zwar, ja, genau. Ich hoffe, euch gefällt Outwards so gut wie mir und wir sehen uns hoffentlich dann auch in der nächsten Folge wieder. Haut rein, guten Start in die Woche. Lade ich das heute noch hoch? Ich glaube, ich lade es heute noch hoch. Das ist dann Sonntag. Ja, dann gibt es 2 Uploads heute. So. Tschüss.